Dann begrüße ich recht herzlich zu meinem Vortrag, Dry, Don't Repeat Yourself. Mein Name ist Jan Bühren, ich arbeite für die Kivitendo GmbH und das ist jetzt das fünfte Mal, dass ich als Sprecher hier auf der Foscon bin. Und dieses Jahr geht es eigentlich um so ein paar grundlegende Design-Patterns. Wir haben ja einen Schwerpunkt Design-Pattern auf der Foscon, deswegen habe ich diesmal so einen Vortrag eingereicht. Und wie man halt jetzt mit einem Design-Pattern eigentlich schon eine Menge Mehrwert an Code-Optimierung oder Code-Refaktorisierung rausholen kann. Wer ist hier aufgrund des Abstracts im Print? Also alle, ja. Genau, ich habe, als ich den Vortrag eingereicht habe, ein bisschen höher gegriffen und wollte eigentlich so ein paar Higher-Order-Functions schon reinbringen. Als ich dann vorbereitet habe, habe ich gesehen, oh, ich habe eigentlich von den neuen Patterns, die in dem Buch genannt sind, wende ich zwei an. Deswegen habe ich das ein bisschen runtergeschraubt und gesagt, okay, dann mache ich einen Fokus auf die zwei Patterns, gehe ich aber nochmal drauf ein, aber dann muss ich das Abstract nochmal quasi zwei Wochen vorher ändern. Das ist der Grund dafür. Okay. So, Dry, Don't Repeat Yourself ist im Prinzip eigentlich das, ich möchte im Prinzip Redundanzen vermeiden, schlimmstenfalls durch Copy-Paste-Code, weil die mich langfristig in der Entwicklungsgeschwindigkeit halt behindern. Und das Zweite, ich kann halt in Projekten, die jetzt nicht gerade 3 Tage alt sind, sondern irgendwie ein bisschen gewachsen sind, gibt es eigentlich immer Stellen, die quasi dann danach schreien, dass man die umschreibt oder irgendwie verändert. Und wenn man so ein bisschen sagt, okay, ich wende halt ein Design-Pattern an, ich möchte mich eigentlich niemals wiederholen oder wiederholen müssen oder gezwungen sein, mich zu wiederholen, wenn ich das halt beherzige, habe ich halt schon eine Menge an Wartungsaufwand für die Zukunft minimiert, wenn ich das beherzige. Gut, für die meisten, ich gehe davon aus, dass alle Erfahrung haben mit Softwareentwicklung in irgendeiner Form. Ansonsten System, also, oder ist einer, ich habe aber auch so Folien, die auch Business-Leute verstehen können. Also wenn jetzt einer da ist, der, dem das zu technisch ist, dann bitte kurz irgendwie Veto sagen, beziehungsweise der eine Punkt, der mir ganz wichtig ist, habe ich nochmal plakativ hervorgehoben für das oberste Management. Also, das ist eigentlich für jeden klar, Redundanzen sind aufwendig und selbst wenn ich sage, ja, ich kopiere mal eben schnell diesen Teil, weil ist ja genau die 1-zu-1-Kopie und da ändert sich im Leben nichts mehr, ist das auch nicht die Wahrheit, weil die Duplikate sind meistens dann doch nicht hundertprozentig identisch mit dem, wo ich es halt vorher habe. Oder die Zeit geht weiter, irgendeine Anforderung ist drin und das ändert sich halt. Optimalerweise wende ich das Prinzip einmal an und danach bin ich halt in der guten Lage, das, was ich mir erarbeitet habe, dann nur noch zu erweitern. Insofern auch alle anderen Mitentwickler mitspielen, die am Projekt mitarbeiten. Warum mache ich das? Ich bin eigentlich nicht so ein guter Programmierer. Ich würde mir so 5 von 10 Magic-Punkten geben. Deswegen möchte ich eigentlich möglichst simpel programmieren, dass den halt andere Programmierer, die besser als ich programmieren, auch verstehen. Oder ich möchte halt möglichst viele Fehlerfelder vorher im Code schon abfangen, wenn es geht. Also im Prinzip halt möglichst idiotensicher. Und idiotensicher heißt halt im Unix-Umfeld, ich mache halt ganz kleine Programme und mache sie in Kette, um dann halt möglichst modular weiterzudenken. Das ist eigentlich so diese typische Unix-Philosophie. So, bei der Softwareentwicklung ist es immer so, man spricht von Prototypen und die erste Version ist nicht unbedingt die beste Version. Das heißt, dieser Prototyp fliegt vielleicht gar nicht. Da ist es jetzt auf einer höheren Ebene von Vorteil, wenn man Prototypen erstmal irgendwie im unkritischen Umfeld startet, also beim Pilotprojektkunden oder so heißt das dann im SAP-Umfeld, oder ich kann halt schon eine Menge an Sicherheit gewinnen, indem ich halt sowieso schon automatisiert Testfälle laufen lasse. Oder mir halt überlege, was ich für einen Fokus habe, was ich eigentlich erreichen will, um einen Testfall gezielt dafür zu erzeugen. Das waren jetzt so die allgemeinen Sachen. Wir gehen jetzt an die Beispiele rein. Ich habe hier einen AB-Vergleich. Wir haben hier Template-Code in dem Projekt. Es geht mir nicht darum, das zu verstehen. Mir geht es nur darum, das visuell zu erfassen. Weil wenn man das menschliche Gehirn verarbeitet halt Muster und Muster haben halt eine bestimmte Komplexität.
Und das ist jetzt Muster A an Quellcode, den ich halt habe, der halt bestimmt was ausführt. Und ich vergleiche jetzt einfach mal ganz stumpf das mit Muster B. Also nochmal, das ist Fall A, das ist Fall B. Was erwarten wir von Fall A, was wir erwarten von Fall B? Das wissen wir nicht, aber das zeige ich jetzt. So, Fall A macht folgende Oberfläche. Und Fall B erzeugt diese Oberfläche. Na? Und da gibt es noch eine zweite Folie zu, die jetzt rauskopiert ist, die nochmal dieselbe Menge an Informationsfeldern halt hat. Das ist eigentlich der ganze springende Punkt. Das heißt, ich habe halt, jeder hat ja gesehen, dass im Fall A der Codebestandteil kürzer war als im Fall B. Das heißt, das ist halt nicht, das ist ja für jeden klar, wenn ich halt intelligent programmiere und irgendwelche wiederkehrenden oder anderen Funktionen nutze, um was halt klarer darzustellen, kann ich halt sowas machen. Warum ist Fall A dann eben nicht nach dem Drive-Prinzip? Weil wir haben halt hier, rein visuell sehen wir, hier ist ein Block, der sich ungefähr so ausgestaltet und mit ganz minimalen Änderungen wiederholt er sich dann halt hier. Der erste Block macht die ersten zwei Import-Felder und der zweite Block die zweiten. Wenn wir jetzt genau hingucken, das kann halt so einmal statisch stehen bleiben. Das Problem ist eigentlich, wenn sich irgendwas ändert, irgendeinen Aufruf oder ich möchte halt prinzipiell die Elementgröße halt ändern, dann muss ich halt die Stellen unabhängig voneinander anfassen oder der nächste Programmierer muss darüber nachdenken, wie er das dann erweitert. Da gibt es halt dann schon ein Risiko, dass das dann nicht mehr ganz so klar ist an der Stelle. Was habe ich gemacht für Fall B? Ich habe das erkannt. Okay, das ist redundant. Ich brauche eine andere Oberfläche. Dann mache ich gleich den nächsten schlauen Schritt. Das heißt, ich gucke mir das hier an und fasse die halt zusammen, die beiden Schritte. Ja, zusammenfassen ist eigentlich im einfachsten Fall eine weitere Schleife drum malen. Die ist hier oben und die endet dann hier unten. Und ansonsten sind dann die Inputfelder dann genauso definiert in dem HTML-Metacode und ich fülle die dann entsprechend anders. Gut, warum kann ich das machen? Also, oder gibt es also bis hier soweit Fragen? Also ich kann das deshalb machen, weil ich die Attribute oder die Variablen, die HTML-Attribute sind dynamisch. Das heißt, die kommen aus dieser Vorschleife und hier ist die Substitution. Das ist eigentlich die ganz simple Geschichte dahinter und dadurch spare ich mir halt dann jedes Mal einen neuen Copy und Paste von, es wären halt sonst klassisch im Table Design von HTML, dann von der Table Row und auch noch andere Sachen. So, das ist die Stelle im Template-System, also das Template-Code HTML. Jetzt ist dasselbe aber auch tiefer in so Programmen. So gibt es halt dann sogenannte Backend-Funktionen oder Frameworks oder was auch immer. Und auch da muss ich ja Funktionen irgendwie implementieren. Und auch da lohnt es sich wieder nach Redundanzen zu gucken. Ich habe halt an vorderster Front beim Frontend, also visuell geguckt und bin jetzt ein bisschen tiefer im Perl-Code jetzt halt. Hier ist die behandelnde Aktionsroutine im Perl für Fall A, also für die vier Eingabefelder, rein visuell. Wir müssen jetzt nicht wissen, was jetzt tiefer drin ist, nur dass man einmal Muster erkennt. Vielleicht seid ihr schon ein bisschen geschärft, wo wäre hier ein Muster? Wer könnte da einfach mal eine Vermutung abgeben? Oder wir machen das anders. Wer ist der Meinung, dass in der obersten Hälfte eine Redundanz ist? Oder, und wer ist der Meinung, dass in der unteren Hälfte eine Redundanz drin ist? Ja, okay. Das ist schon mal gut. Dann, wo in der untersten Hälfte sticht, es sticht eigentlich direkt ins Auge, wenn man genau guckt. Ja, bitte? Die zwei Blöcke. Ja, genau. Also
so hässliche Blöcke sehen wir halt hier und die sind halt vom Baumodell, die sehen schon danach aus, dass sie nur doppelt reinkopiert worden sind, mit einer ganz minimalen Erweiterung für den einen Variablennamen, den ich halt brauche. Das ist halt total hässlich, stinkt und ist nicht intelligent und oder elegant. Das wollen wir gar nicht. Okay, ich verrate auch, wer es gemacht hat, ich selber. Aber in der zweiten Version habe ich es dann halt anders gemacht. So, Fall B sieht dann so aus. Jetzt sind die Redundanzen ausgelöst. Der hässliche Block ist hier, einmalig und ein bisschen besser formatiert halt. Ich habe ja das Ratespiel schon gemacht, das ist nicht ganz richtig. Es gibt zwei Redundanzen für Fall A. Die eine ist ziemlich einfach zu erkennen, die ist hier. Aber auch weiter oben gibt es, genau. Also das ist jetzt für ihn hier besser zu intuitiv zu erfassen, weil er das noch lesen kann, was da für Logik passiert. Deswegen für die hintere Reihe die blauen Pfeile. Gut, also das ist redundant auch an der Stelle. Wir befinden uns in derselben, visuell im selben Editierbereich der Webanwendung. Jetzt halt sozusagen in der Middleware, beziehungsweise im eigentlichen Perl-Teil. Die Auflösung für Fall B ist dann natürlich auch, dass hier einfach einmal eine Schleife mehr eingefügt ist und oben auch. Oben ist halt der Block nicht so hässlich, deswegen ist es auf den ersten Blick nicht so einfach zu sehen, dass es redundant ist, aber wenn man es einmal dann logisch liest, sieht man das halt. Ja, ich habe jetzt keinen tollen Fachbegriff dafür gefunden, deswegen habe ich mir einen ausgedacht. Ich habe dann gesagt, das ist ein SSR, ein Simpelschleifen-Redundanzreduzierer. Ja, es gibt ja viele Akronyme, die irgendwas sagen. Warum soll ich nicht eins selber erfinden? Genau, das ist jetzt nochmal ein bisschen größer, damit man es auch weiter hinten erkennen kann, was eigentlich Sache ist. Im Prinzip ist hier diese For-Each-Schleife einmal über die Schlüssel von dem Hash zu laufen, um dann halt das in Kette zu setzen. Und weiter oben habe ich dieselbe Schleife, nur eine Ebene höher gesetzt. So. Genau, wie gesagt, für die ganz hintere Reihe nochmal mit dem blauen. Gut, warum funktioniert das? Also das funktioniert eigentlich in fast allen Programmiersprachen, aber ich bin da kein Experte. Das funktioniert aber in Perl, weil ich einfach beliebige Werte, die ich hier in der For-Each-Schleife abarbeite, mit diesem simplen Zwei-Buchstaben-Konstrukt halt noch habe. Und die Keys, also der Hash, der hier ist, ist halt wie folgt definiert. Ich habe halt Keys und Language Strings. Das ist eigentlich die ganze Datenstruktur dahinter. Und halt jeder Key, der hier drin ist, ist dann halt nachher ein Eingabefeld, den ich halt in der HTML-Maske halt sehe. So, das Value ist in diesem Fall sogar schon die Lokalisierung. Also T8 ist die Übersetzungsroutine, die halt dann für die jeweilige Sprache das halt macht. Die ist halt hier direkt als Value schon mit drin. Und dadurch bin ich halt in der Lage, in dem Perl-Code, also beziehungsweise in dem Fall im Template-Code, diese Ersetzung so zu übergeben und dann die direkt damit zu arbeiten. So, jetzt habe ich zum einen ist jetzt der Vorteil, wenn hier Programmierfehler sind, habe ich viel weniger Code, den ich analysieren muss. Plus, ich kann halt auch viel besser noch erweitern, weil ich halt nicht ganz so viel Wildwuchs habe. Ich habe halt eigentlich schon mit dem Konzept Wildwuchs vermieden. Die zweite Idee ist auch, wenn ich jetzt neue Felder brauche, interessiert mich jetzt der HTML-Code eigentlich nicht mehr für die eine Maske und der Aktionscode im eigentlichen Perl, die halt weiter die Logik macht, sondern ich erweitere jetzt einfach nur mein Hash um neue Felder, die ich halt brauche. Und da habe ich jetzt einen Riesenvorteil. Ich habe jetzt eine zentrale Stelle, die halt per Konvention Programme ändert oder zurückzieht, ohne dass ich halt weiter darüber nachdenken muss. Das ist auch eigentlich so ein bisschen, jetzt kommen wir langsam in diese Higher-Order-Ideen dahinter, wie die funktionieren. Dafür habe ich aber ein anderes Beispiel, was ein bisschen plakativer in die Richtung geht, beziehungsweise zwei Beispiele. Man kann, selbst wenn man das, ich bin mehr auch so ein emotionaler Programmierer, das heißt, das muss schön aussehen. Wenn es schön aussieht und elegant ist,
habe ich irgendwie mehr Vertrauen, dass der Code auch besser funktioniert. Das ist eigentlich so der Punkt. Andersrum, wenn ich hässlichen Code sehe, oder dann habe ich schon gar keine Lust und Vertrauen, den weiter zu analysieren, weil ich glaube, dass er nicht gut ist. Was meinst du? Also das ist jetzt, wo ist Redundanz? Da sind zwei Buchstaben. Naja, ich meine nur, du könntest halt sowohl den Key als auch die Values irgendwie wieder in Listen packen und dann sagen, wir iterieren über fünf Items drüber. Und die bilden wiederum die Key und Values, nämlich deine Zusammensetzung. Also es geht, also ich habe das hier, das T8, also das... Das kann man machen. Also ich würde jetzt nicht noch eine Metaebene höher machen und dafür auch nicht. Es ist jetzt, wir haben ja auch, der zweite Vorteil ist, dass diese Struktur ist jetzt intuitiv einfacher zu verstehen und das reicht jetzt für mich und dem, was ich erreichen will, reicht das eigentlich. Das Problem, was ich, eher das Problem, was ich jetzt halt hatte, als ich den Vortrag vorbereitet habe, wo, das ist jetzt halt nicht ganz so schön, wenn ich nicht ein ganz klares Framework habe, das mir irgendwelche Konventionen aufzwingt. Im Perl habe ich halt mehr Freiheiten. Ich wüsste jetzt nicht gut, wo ich diese Datenstruktur im Programm unterbringe, sodass das klar ist für Mitentwickler, da gibt es eine Datenstruktur und die ist heilig und nur da was ändern. Das wäre jetzt mein nächster Schritt, wo ich nicht genau weiß, wie ich das mit in dem Projekt unterbringen kann. Dann habe ich gestern Abend nochmal geguckt und in der Tat hat sich diese Struktur schon dupliziert, beziehungsweise die nicht, aber eine andere. Und ja. Also das ist eher das wäre für mich der nächste Ansatzpunkt, um mehr zu erreichen. Ich kann, wer war bei dem Clean Code Vortrag vielleicht? Ja, also das wäre, dein Vorschlag wäre jetzt, oh, wir haben Wildwuchs im Garten, wir machen mal einen Meter grünen Rasen und gucken uns nicht den weiteren Garten an und heute Abend muss ja noch keiner grillen, sondern erst in 3 Wochen. Also von der Priorität wäre das nicht mehr meins, sondern auf einer anderen Ebene um die Gesamtgestaltung. Also es ist immer, es gibt immer so zwei Sachen. Ich bin entweder im Detail drin, dann hat man so einen Tunnelblick, ist gefährlich, ist aber wichtig. Oder ich habe nur den großen Blick, dann sehe ich aber die Probleme im Einzelnen halt nicht. Das sind immer so diese, was ich so die Waage halten muss, wenn man so, oder wenn ich kreativ programmiere halt. Also jetzt, wie versprochen, hässlicher Code, den wir gleich schöner machen. So. Warum ist er hässlich? Oder findet denn einer schön? Andersrum. Ja. Der hätte ja auch eine extrem hohe Komplexität. Ach was. Das liegt dann auch in einem Komplexitätsmaß, wenn man das berechnen würde, wegen den vielen Zweigen. Ja genau, also ich wiederhole das. Also er meint, ich habe also die Komplexität ist sehr hoch. Das ist das eine. Es ist auch schon aufgrund der vielen Zweige ist es auch schon schwierig, das visuell zu erfassen. Also was will uns der Autor sagen? Dann sieht das alles sehr, es wird immer auf dasselbe Feld geprüft. Aber wie liest man bis hier, wenn man da nicht weiterliest? Oh, anderes Feld. Ganz gefährlich, um sowas halt zu refaktorieren. Und noch ein paar andere Punkte. Aber im Prinzip, der erste Eindruck war, das kann man schlecht lesen. Habe ich gar keine Lust, mich mit zu befassen und ich hoffe, das geht nicht kaputt und ich fasse da am besten gar nichts an und dann ist halt gut. Ideen, wie man das jetzt verbessert. Jo, warte mal, der Hinterste war zuerst. Ja. Switch? Ja, das ist nicht mehr so. Ja, okay, also ein Vorschlag ist Switch. Gibt es weitere Ideen? Moment, ja, du warst schon zweimal und du hast den Vorteil des schneller Erfassens. Deswegen gebe ich den Leuten in der hinteren Reihe die Chance, was zu sagen. Einzelvalues ausgliedern in den Hash. Ja, genau. Also die Idee ist, die Einzelvalue auch, wie gerade in den Hash, also sozusagen das zu separieren. Und das ist auch in der Tat der erste Schritt. Wir machen halt eine Typ-Pfadnamen. Also Switch ist okay, aber ich würde jetzt eine Typ-Pfadnamen-Hash machen. Und dann wären wir halt dann genau bei dem Higher-Order-Buch. Das wäre das Kapitel 2. Ich habe jetzt ein anderes Fallbeispiel, als er aufgezeigt hat, gemacht, um das ein bisschen auch zu sehen, was dahinter steckt. Halt. So, wir haben jetzt diesmal kein T8, das heißt, wir haben halt keine Translation, das heißt, das sind halt Konstanten und das sind auch wirklich Konstanten. Aber ich habe jetzt alle Informationen, die hier schwierig zu erfassen waren, jetzt eigentlich so dargestellt, dass auch
mit einer halben Stunde Aufwand auch Nicht-Technikern das klar ist, was hier passiert. Oder schneller. Also das ist halt immer, je simpler ich das gestalte, umso mehr konzeptionelle Vorarbeit muss ich eigentlich machen oder desto sinnvoller ist das halt. Weil die Gefahr ist ja auch, wir haben einen neuen Typ. Es geht um Belege. Wir haben jetzt den Beleg Einfuhrumkehr, heißt der. Das ist ein neuer Fall. Und dann gibt man eine qualifizierte Aussage, wo ich diesen Fall, an welcher Stelle ich jetzt sicher einbauen kann, ohne dass was anderes kaputt geht. Hier kann ich den da einfach unten einfügen und muss mich nicht darum kümmern, welche Logik oder was sonst halt passiert. Das ist so, dann das Zweite, was gefährlich ist, das war die Komplexität. Die ist nämlich jetzt genau hier durchbrochen. Die ganze Zeit prüfen wir auf diese Variable, auf Type. Dann, in den letzten beiden Routinen, prüfen wir auf einmal auf eine ganz andere. Dennoch werden diese Konstanten gesetzt. Also dieselben Konstanten wie immer, aber wir haben was ganz anderes. Das heißt, hier haben wir zwei, sozusagen von den Parametern, haben wir zwei Stück, die sich gegenseitig beeinflussen. Plus, sehr schlecht, erst wenn alles andere abgefangen ist, die weg sind, greifen die. Ich bin ja gar nicht sicher, ob es dann halt eine Rechnung oder wie auch immer der Belegtyp heißt. Also das ist halt auch schlecht benannt oder unsauber. Also es ist wartungsfeindlich. Das heißt, der Nächste kann eigentlich nicht klar intuitiv erkennen, was da los ist. Habe ich halt bei dieser Datenstruktur nicht. Jetzt kommt der Punkt, der mir da ganz, ganz wichtig ist. Das war mir eigentlich so wichtig, dass ich noch ein zweites Beispiel habe. Früher war es ja so, du weißt das nicht, frag Google. Heute ist es so, du weißt das nicht, frag Stack Overflow. Stack Overflow sagt zu diesem Problem, das hier, das ist jetzt, wir wechseln kurz nach Link irgendwie, keine Ahnung, kenne ich nicht die Programmiersprache, aber kann man intuitiv verstehen. So, wir haben hier eine Routine, die zwei Werte, Zahlenwerte erwartet. 1, 2, die heißt min, die gibt Zahlenwerte zurück und die fragt, wenn a kleiner b, sollst du a zurückgeben, ansonsten b. Das kann eigentlich jeder nachvollziehen. Wir haben hier keine Komplexität, wir haben nicht hier kleiner gleich oder irgendwas, sondern wir haben halt zwei ganz klare Ergebnismengen, die idiotensicher so zurückzugeben werden. Und diese Funktion hält genau das, was sie verspricht. Sie liefert das Minimum von zwei Werten, beziehungsweise liefert den kleineren Wert halt. Ein bisschen schöner in Perl finde ich, wenn es dieser Ternäroperator ist, den finde ich noch ein bisschen eleganter, weil dann habe ich halt auch die totale Gewissheit, dass der Programmierer gedacht hat. Das klingt ein bisschen anders gesehen, ne? Das war PHP, da geht es um PHP. Achso, okay. Ja, genau. Irgendwie Spezialsatzzeichen, wenn man direkt anfängt. Ja, wir waren uns, ich habe mit ihm doch in der Mittagspause diskutiert. Wir waren deckungsgleich zu 85%. Das Fazit war eigentlich, bildet ein Team und redet über das, was ihr programmiert. Das war dann der gemeinsame Konsens. Ich war halt. Er hatte für den Fall Webanwendungen, die halt immer online sein sollten und dann sollte man Fehlermeldungen nicht an die Oberfläche geben, sondern die halt unten loggen, damit nicht die gesamte PHP-Seite abstürzt. Das war seine Empfehlung für Quivitendo, was eine Finanzbuchhaltung ist, was halt ein bisschen anders ist. Würde ich es anders sehen, ich will immer die Fehler bis an die oberste Ebene geschossen haben, damit ich keine Inkonsistenzen in meinem Datenbestand habe und sofort reagieren kann. Und das ist halt da, mir ist es da, also das sind halt andere technische Optimierungsgrade, die ich halt da haben will. Ansonsten waren wir uns deckungsgleich. Okay, aber gibt es hier Fragen? Also, das ist von mir aus egal, aber im Prinzip, das ist eine klare If-Else-Anweisung. Oder ist da jemand anderer Meinung? Okay, das war rhetorisch, ich muss offene Fragen stellen. Oh, was haltet ihr von dieser If-Anweisung? Die ist aber sehr unverständlich, nicht wahr? Okay. Na gut. Aber ich selber schreibe ja immer solche If-Anweisungen. Die finde ich viel besser.
ich habe ja gerade gelernt, ich frage jetzt erstmal offen. Was haltet ihr denn, was passiert, oder wer kann mir erklären, was passiert? Jo? Abhängig von der Variable, Genau, also abhängig von der, genau, wir haben eigentlich hier einen klassischen Dispatcher-File, also wir haben halt abhängig von einem Parameter, der nicht explizit mit übergeben wird oder geprüft wird oder sonst was, verzweigen wir in Methoden aufrufen. Es gibt redundantes else, das letzte else braucht man eigentlich nicht. Ja, okay, von mir aus. Also wir haben hier vier Zeichen, die wir sparen, wenn wir die weglassen, kann man jetzt wieder drüber streiten, aber das ist hier der 1 Meter grüne Rasen in meinem 2 Hektar Wildwuchsproblem. Das andere ist das ist das eine. Hat jemand noch eine zweite oder eine andere Idee oder eine andere Sicht? Sagen wir mal einfach so. Jo. Ja, falls nicht klar ist, was das jetzt wirklich ist, tun sie halt nicht immer nur automatisch. Ja, genau. Also die Antwort ist, wenn es nicht ganz klar ist, ist der Default, also der Standardwert, segeln. Also das ist das Zweite. Dann lesen wir wie folgt. Wir haben eine Funktion, die heißt auf Englisch Run Vehicle. Das heißt, wir fahren Fahrzeug. Wir nennen das jetzt Vehicle. Wir bekommen von der aufrufenden Funktion ein Vehicle vom Typ Vehicle übergeben. Das Vehicle scheint scheinbar Parameter zu haben, die Type heißen. Ohne weitere Prüfung. Ja, der Autor von Stack Overflow hat noch geschrieben, how the hell do I even test this? Also er wüsste jetzt auch nicht, wie er einen Testfall dafür sinnvoll bauen könnte. Wir prüfen nicht weiter. Wenn das ein Car ist, also ein Auto, dann ist klar, schicken wir das Vehicle an die 3-Funktion, damit die 3-Funktion dann was tut. Wenn das aber ein Plane ist, also ein Flugzeug, dann schicken wir das an die Fly-Funktion, damit die Fly-Funktion was Sinnvolles mit dem Vehicle tut. Und ansonsten, wenn diese zwei Bedingungen nicht wahr sind, dann natürlich geht das an die Segelfunktion, damit das Vehicle gesegelt wird. So, derjenige, der die Routine programmiert hat, nicht unbedingt derjenige, der diese Routine programmiert, und er weiß auf keinen Fall in Zukunft, wie seine Programmierung genutzt wird. Er kann eigentlich gar nicht sagen, was macht der Aufrufer. In seinem Fall, er hat jetzt 3 Vehikel konstruiert. Oh, ich habe ein Flugzeug gebaut. Super, es fliegt. Oh, ich habe ein Auto gebaut. Es kann fahren. Oh ja, und ansonsten, da war noch so ein Kunde, der wollte auch segeln. Da habe ich einen Viermaster noch gesetzt. Puff, fertig. Ich denke nie wieder darüber nach. Jetzt kommt der nächste 3 Jahre später und der hat ein Vehikel vom Typ U-Boot. Dann ruft er die Funktion auf, super, U-Boot soll jetzt fahren. Er ruft das auf, das Vehikel ist vom Typ U-Boot und hat den Status Tauchgang. Dann, was passiert? Es geht an die Funktion Segel. Der Typ, der die Funktion Segel geschrieben hat, macht natürlich Folgendes. Ah, geil, wir segeln. Das heißt, Deck schrubben, Segel setzen, Jungs. Er schickt halt die Mannschaft in den sicheren Tod. Das geht gar nicht. So dramatisch ist das in der Softwareentwicklung. Das muss sofort, da muss die Tastatur anfangen zu brennen und der Programmierer muss erschreckt die Hände hochhalten und erstmal mit Zettel und Papier ein neues Konzept entwerfen. So gefährlich ist das. Und das haben auch alle verstanden, oder? Nein, gut. Das macht nichts. Das machen wir danach. Okay, was ist unabhängig davon, dass jetzt die IF-Else-Zweige schlecht sind, was ist ansonsten eigentlich eine Erfahrungswert aus dem pragmatischen Programmierhandbuch? Also was ist hier das Gründen auch noch ein Problem? Ist das jetzt besonders defensiv programmiert? Gehe ich davon aus, dass die Welt böse und schlimm ist und ich erstmal durch den Spion gucke, wer an der Tür klopft? Oder nicht? Genau, also ich erlaube dem Aufrufer zu viel. Ich verspreche, Design by Contract, egal was du mir gibst, ich kriege das zum Laufen.
Weil es gibt ja nicht mehr außer Segeln, Fliegen oder Fahren. Und genau, wenn ich nicht genau weiß, was es ist, segel ich auf jeden Fall damit. Versprochen. Ja, und das ist das Problem. Jetzt kommen wir wieder zurück. Das war jetzt einmal übertrieben, was halt passiert mit blöd historisch gewachsenen Elf-If-Verkettungen und auf einmal ist die Mannschaft tot. Also das ist jetzt halt wirklich das Problem, was sich halt aus solchen Konstrukten im Laufe eines Projektes locker ergibt. Wir hatten schon gesehen, hier sind zwei andere Variablen, die gefragt werden. Und zusätzlich ist hier noch Folgendes schlecht programmiert. Bei diesen beiden Zuständen kriege ich denselben Variablenwert zurückgeliefert für die entsprechende Funktion. Auch das ist intuitiv nicht zu verstehen, warum das dann so ist. Das heißt, wir haben schlechte Variablenbenennung oder irgendwas anderes ist halt nicht so gut. Letztes Ding, wenn wir nichts finden, dann ist schon mal nicht schlecht, dann schicken wir nicht die Mannschaft zum Segeln, aber wir geben einen Rückgabewert, der einfach undef ist. Also das ist, wie gesagt, mein Geschmack ist dann eher, also eine klare Fehlermeldung irgendwie zurückzugeben und dem aufrufenden Kollegen zu sagen, hey, das, was du mir da gibst, kann ich in dem Zustand irgendwie gar nicht ausführen, damit du da Bescheid weißt. Ich wollte es ja nun mal so freundlich sagen. So, jetzt kommen wir. So, wir haben jetzt hier aus dem Ding diese Datenstruktur, hatte ich schon gesagt, super. Jetzt geht's weiter, das heißt, wir machen beim Refactoren, um möglichst wenig Resonanz zu haben, folgende Funktion, die jetzt sehr schön ist, oder die ich jetzt sehr harmonisch, gut lesbar und sonst was verstehe. Das heißt, ich mache erstmal dein Problem, bleibt dein Problem. Was auch immer er da halt als Nummerwert haben will, weiß der Aufrufer schon. Das heißt, um beim Segelbeispiel zu bleiben, der weiß eigentlich schon, was für ein Vehikel er hat und ob er damit segeln, Fahrrad fahren oder sonst was machen will. Das heißt, das kann er mir ja mitteilen, dann muss ich das nicht erraten oder ich bin nicht gezwungen, irgendwelche Annahmen zu treffen von dem Zustand, welches das Objekt des Aufrufers halt hat. Dann, wie gesagt, hier gibt es dann einen Rückgabewert unknown type, wenn ich es nicht kenne, weil dann weiß ich auch nicht, dann kann ja sein, dass ich vielleicht segeln will, aber will ich dem Kollegen, der da mir den Befehl gegeben hat, möchte ich gerne nochmal Rückmeldung haben. So, die Kernidee ist natürlich hier, ich bestimme den Typen über diese Hash-Tabelle, indem ich den Wert halt in die Variable type halt packe. Dann haben wir halt hier, wenn wir Sales Order abfragen, kriegen wir halt Bestellungen als Value draus. Das ist okay. Jetzt sind wir wieder ein bisschen bei der Idee aus dem Higher Order Perl Buch. Das heißt, in Perl kann ich halt nicht nur Daten reinschreiben, sondern auch natürlich Programmiercode in Datenstrukturen. Und das machen wir halt hier. Wir haben halt jetzt eine andere Datenstruktur, die halt diese Keys hat. Und wir haben halt eine Subroutine, die wir darin ausführen. Das ist halt hier minimalistisch. Ich setze halt hier auch nur die beiden Werte. Und um den Code zum Laufen zu bringen, wir prüfen, ob der Aufruf halt legal ist. Habe ich eine Funktion, die hier geht? Und ansonsten führe ich halt mit diesem Konstrukt die Funktion direkt in Perl aus und führe halt den dahinterliegenden Programmiercode in den Daten aus. So, nochmal für die weiter hinten, das ist das Ding. Jetzt habe ich erstmal von der Lesbarkeit nicht viel gewonnen, aber ich habe ganz viel an Flexibilität gewonnen. Warum? Ich kann jetzt den Code auch immer noch klar erweitern, kann halt hier neue Datenstrukturen hinzufügen, die dann hier automatisch weiter in der Logik auch ausgeführt werden. Und anders als bei diesen Else-If-Konstrukten, der Code ist halt wieder aufrufbar. Das heißt, ich kann in dieser Routine sagen, mach mir halt erst das da oben, dann mach das noch und dann machst du noch die Routine da unten. Das heißt, ich bin halt sehr viel flexibler, Codestücke zu kombinieren, wie ich das halt möchte, ohne halt blöckeweise irgendwas zu kopieren oder mir nochmal über die Else-If-Bedingungen halt Verschachtelung Gedanken zu machen. Genau, sehen wir halt hier nochmal im Blau.
Da das ein bisschen abstrakt ist, das Beispiel, zeige ich das nochmal am anderen Beispiel, was ich damit meine. Neun Minuten, okay. So, ganz simpel, wer kennt AirSync nicht? Ganz kurz, wir haben einen Rechner hier, die Daten müssen synchronisiert werden und AirSync ist ein Kommando, was das macht. Wir haben ganz viele Probleme, weil, wie bei Menschen, Computer sprechen nicht immer miteinander, Netzwerk fällt aus oder irgendwas anderes. Das heißt, wir wissen nichts von den Zuständen und wir müssen eigentlich manuell kontrollieren, was das Ergebnis der Ausgabe ist. Wir haben Vorteile, AirSync ist wieder eintrittssicher, Dateien werden inkrementell kopiert und es gibt halt bei AirSync den riesen Vorteil, dass halt nur die aktuelle Differenz kopiert wird. Wenn ich jetzt diesen Systemaufruf in Perl darstelle, sieht er wie folgt aus, mit diversen Parametern. Ich habe halt hier einen Systemcall, den ich halt hier reingebe. Was ist das Lästige da? Kurze Frage, was wäre jetzt lästig an AirSync? Oder warum mache ich das überhaupt? Der Jan ist ja doof. Der kann doch einfach in der Shell das eben tippen und dann weggehen oder den Rechner anlassen und morgen wiederkommen oder so. Bin ich so doof? Kann mir einer mal helfen? Total Zeitverschwendung, das in Perl irgendwie zu kapseln. Irgendeiner eine Idee? Ja? Ja, genau. Also Fehlerbehandlung ist die richtige Antwort. Das heißt, ich kann halt jetzt, das AirSync kann halt nicht durchlaufen. Es gibt mir Fehler zurück und mein Ziel ist es ja eigentlich, ich möchte einen synchronen Zustand von Daten im Server A mit Server B haben. Und ich möchte nicht die ganze Nacht daneben sitzen auf der Konsole, um zu sehen, ach scheiße, da gab es ein Netzwerk-Timeout. Oh scheiße, da hat einer den Router neu gestartet. Oh scheiße, da ist irgendwas anderes. Jetzt muss ich nochmal Pfeil nach oben Eingabetaste machen, um nochmal den Befehl neu auszuführen. Das ist aber doof. Das muss irgendwie schlauer gehen. Ich mache halt eine Rekursion daraus. So, das ist zwar nur so ein Miniskript, aber es ist sehr gut, um das zu sehen. Auch hier prüfe ich halt das, was mir bekannt ist. Das heißt, ich prüfe, ob halt die Parameter Zielrechner, Quellrechner bekannt sind und ob halt, ich gucke halt mir halt nur Linux an, ob ich halt entsprechend die Pfade halt habe. Dann mache ich das AirSync. Dann habe ich halt in dem Fall immer mit dieser komischen SSH-Fehlermeldung zu kämpfen gehabt, die mir halt das ganze Ding zerschreddert hat und sage halt, okay, ich rufe dich nochmal auf. Du bist ja Eintrittsinvariant, heißt das Fachwort, habe ich gestern bei Wiki gesehen. Das heißt, du bist halt unkritisch wieder aufrufbar und veränderst nichts an meinen Zuständen, also kann ich das genauso programmieren. Ja, das ganze Ding hat dann natürlich noch einen initialen Aufruf, wo ich die Parameter übergebe und dann prüfe ich halt nochmal, ob der Return-Wert das ist, was ich erwarte, nämlich ein Erfolg, also ein positiver Wert. Falls nicht, kriege ich halt noch eine E-Mail und da muss ich gucken, was dann sonst noch los ist. Na super, da haben wir noch 5 Minuten für allgemeine Diskussion. Und die Hinweis auf die Quellen. Okay, erstmal Fragen. Ja? Bitte anonymen Methoden in SAS. Wie sind denn die Variablen, die er. Du meinst die hier, ne? Du meinst die Folie jetzt, ne? Ja. Also wie, dass die Frage ist. Diese Rechner-Teil und der Name-Variablen. Damit er dann die richtigen sind. Okay, jetzt die Frage ist jetzt ein bisschen spezifischer. Das heißt, welchen Scope haben halt die Variablen? Ich bin nicht so ganz so tief drin, ich kann jetzt nur sagen, ich kann die, nachdem ich hier das ausgeführt habe, also in dem Ding, kann ich die halt weiterverwenden. Und das ist halt in dem Fall, wo ich das gebraucht habe oder wo ich das gemacht habe, sind die halt in der Methode, die ich brauche, vorhanden. Mehr kann ich halt, mehr weiß ich nicht. Okay. Ja. Bei der Rekursion meinst du? Bei der Rekursion? In dem Beispiel jetzt, wenn ich jetzt hier eine andere Funktion noch, also ich wie die AG wieder aufrufe, dann kann es sein, dass sie sich gegenseitig mal wieder aufrufen. Okay, das stimmt, ja, das stimmt. Das ist ja. Das stimmt, ja. Das ist eine gute Sache,
Ja, ich kann, okay, ich kann hier eine unendliche Verkettung, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, so geht's, aber ich kann nicht, ich nehme es ein bisschen zurück, ich kann nicht beliebig, also ich kann nicht ganz mein Gehirn ausschalten, aber ich habe die Möglichkeit, flexibel zu kombinieren, ja. Gut, weitere Fragen? Ja, von der Literatur kann ich auch gleich nochmal, ich habe die beiden Bücher mit, also Pragmatic Programming heißt das eine oder Pragmatisch Programmieren auf Deutsch und das andere ist das Higher Order Perf. Ja, dann noch Stack Overflow und die Sachen sind auch auf GitHub, also wo wir halt unser Projekt halt haben. Das heißt, da kann man auch die Commits sehen oder auch schauen, wie sich sowas entwickelt oder wie schlechter Code rankommt oder was auch immer halt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ansonsten gerne eine E-Mail oder wir können gleich noch im Anschluss diskutieren und dann bis zur nächsten Frostcon oder sowas. Dankeschön.